Hallihallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schaut mal, was ich hier habe. Drei wunderschöne Beds. Meine ersten richtigen Beds. Sag ich euch gleich was dazu. Das hier ist auch ein Bett. Ich würde sagen, das ist ein Mini-Bett. Nämlich kommt das. Oh la la. Habe ich das mit der Handkarte gemacht. Auch super. Bisher fand ich die total cool. Aber jetzt hat mir die liebe Selina, die ja schon diese tollen Handkarten gemacht hat, die habe ich euch ja schon ein paar Mal gezeigt, werde ich euch auch in Zukunft immer wieder zeigen, hat mir auch ein Blending Board gemacht. Ta-ta-ta. Hat hier unten noch eine Schraube für das Teil. Das habe ich jetzt nur abgeschraubt, weil das Brett hier an meinem Schreibtisch hängt. So, das kommt da hinten drauf. Und dann habe ich mich da gestern Abend hingesetzt und schön munter vor mich hin kardiert mit dem Blending Board. Ich zeige euch noch, ich will auf jeden Fall noch ein Video machen, damit ihr seht hier am Tisch, wie ich das mache und was ich für Gerätschaften jetzt hier verwendet habe. Und gefällt mir einfach, ne? Das ist immer noch die Wolle für mein Granny-Tuch. Die Lagen, es sind immer die gleichen Farben, auch die gleichen Mengen an Farben. Nur die Lagen sind unterschiedlich gewählt. Also das besteht ja aus drei verschiedenen Wollarten, Sorten. Und je nach Schichtung habe ich eben drei verschiedene Beds. So, und ich bin total happy damit und ich freue mich schon tierisch damit zu spinnen und bin gespannt, wie das so wird. Und das wollte ich euch nur zeigen, diese schönen Fluffies. Bin ganz happy. So, und jetzt geht es noch raus, einen kleinen Spaziergang machen, die Sonne genießen und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss, eure Pammy!